So, jetzt läuft die Aufnahme, dann tun wir mal Bildschirm dran machen. Ich hoffe, ich hau das hin. Mit Audio beginnen. Er bestand, Ist jetzt aber der Ton so da? ist Okay. da. Bitte? Ist da. Alles klar, dann kann man jetzt anfangen. Ich gehe dann nochmal ein auf das Video. Das ist jetzt ein typischer Fall von Nahtoderfahrung, den wir uns jetzt ausdenken. Es sind viele Videos von dieser Anke Everetz auf deinen Computer drauf, auf dem Internet drauf. Man kann das von vorne her nicht starte jetzt das bei 13 Minuten ein. Und da hören wir jetzt mal genau zu, was die sagt mit ihrer Nahtoderfahrung. Ich sage, alles, was in dir auftaucht, ist wichtig. Ganz kurz vorneweg, wenn man das Video sich ganz anhört, sie hat nach diesem Vorfall, nach diesem Erlebnis, wenn sie praktisch wieder zurückgekehrt ist in ihren alten Körper, in diesem Wechselspiel, wo sie was ganz was anderes erfahren hat, ihren Mann verlassen, ihre Familie verlassen, hat ihr Leben komplett geändert und arbeitet seitdem als Coach. Diese typische Lebensberatung. Es ist alles, immer wenn was in dir auftaucht, ist es wichtig, aber das Wesentliche nützt einem normalen, unbewussten Geistesfunk überhaupt nichts, weil hier viel zu viel chronologische Raumzeit mitschwingt. Und ich werde dir jetzt zeigen, dass das komplettes Holo-Feeling ist, was ihr sagt, ohne das Holo-Feeling verstanden zu haben. Ihr müsst jeden Moment bewusst sein, was jetzt wirklich da ist. Du bist Geist, du bist ein träumender Geist und du bist der Einzige, der dieses Leben erlebt, nämlich dein Leben. Und ich lasse jetzt das einmal loslaufen, dann hören wir sehr genau zu und dann machen wir ein bisschen Holo-Feeling dazu. Und er brachte mich zuallererst mal auf eine Ebene. Und er brachte mich zuerst einmal auf eine Ebene. Das heißt, Eben. nachdem sie ihren Körper verlassen hat, das erzählt sie jetzt gleich, kriegt sie einen geistigen Führer. Den nennt sie immer bloß er. Du weißt, wenn ich er schreibe, schreibe ich E Quadrat R. Das ist JCHICH. Das ist das nochmal eigentlich, du musst zuerst als Leser des Buches, der du dich zurzeit als ein Protagonist, als Protagonist in deinem Traum erlebst, musst du zuerst einmal einen Unterschied machen, dass der Protagonist als Person, als Verkörperung in dieser virtuellen Welt, ich bleibe mal bei der Computermetapher, was anderes ist wie der Spieler, der außerhalb dieser virtuellen Welt jetzt immer noch ausgedacht als großes Ich, als Konstrukt, als Reaktionssystem den Joystick in der Hand hat, der ist ja mit einem Bein aus der Welt draußen. Das ist eigentlich der Zustand, wenn Jesus sagt, ich stehe mit einem Bein im Meer und mit dem anderen Bein am Rand, am Land. Das sind die ständig wechselnden Bilder in der Johannesoffenbarung. Jetzt kommt eigentlich der wesentliche Sprung in die Synthese, das ist der, der sich jetzt, sich sein großes blaues Ich, sein Konstrukt, Werte und System beobachtet. Das ist dann das rote Ich und dann gibt es nochmal eine Stufe, das ist das JCH, das ist der vom Bücherregal. Und die zwei zusammen, also ich und du Geistesfunken, das ist er. Das ist E-Quadrat, das sind diese zwei roten Ich, das ist die eigentliche Energie, ist Geist, die jetzt eine Berechnung stattfinden lässt oder in einen Kopf sich abspielt. Und er brachte mich auf eine Ebene. Jetzt ist natürlich immer die Sache mit der Ebene. Wenn ich eine Ebene, ich gehe immer von dem Nullpunkt, von dem Wasserspiegel aus, wo wir ein Innerhalb und ein Außerhalb haben. Es ist ein großes Symbol, das man verstanden haben muss, das ist ja genau genommen, wenn man das um 90 Grad drehen, eigentlich nur ein Punkt ist, aus dem alles entspringt, wie ich das immer so schön erkläre. Und er brachte mich auf eine Ebene. Und da hören wir mal zu, wie sie diese Ebene beschreibt. Die eigentlich nur aus Licht beschehen. Die eigentlich, ich sage, ich schreibe schon immer, eigentlich nur aus Licht besteht. Alles besteht nur aus Geist, das sind die 200 Gramm rote Niete. Und ich betone, wir machen hier keine Esoterik, keine Religion und schon gar keine geistlose Naturwissenschaft. All diese Denksysteme bauen nämlich nach wie vor unbewusst auf chronologischem, raumzeitlichen Denken auf. Auf Trennung vom ewigen Hier und Jetzt. Es ist nur Licht, es ist nur Energie, es ist immer nur 200 Gramm rote Niete. Es ist eigentlich so leicht zu überprüfen, wenn ich immer und immer wieder darauf hinweise, wenn du versuchst, an dich selbst zu denken, an den, der ein Leben erlebt, was du feststellst, das geht nicht.
Du musst zwangsläufig an was Existierendes denken. Ja. Aber das Existierende ist vergänglich. Alles, was existiert, ist vergänglich. Jeder Gedanke, jede Information wird durch den nächsten Gedanken zerstört. Ja. Wenn du das wirklich verstanden hast, wenn du Geist bist, vor was hast du Angst, wenn du weißt, du bist der Einzige, der nicht zerstört wird, weil du etwas bist, was gar nicht existieren kann als Ding an sich? Ja. Das Meer, das, was immer ist, unser El Hayom, schmeißt Wellen auf. Die sind untrennbar mit dem, der immer ist, verbunden. Ein Denker denkt sich Sachen aus, egal was du denkst, es ist untrennbar mit dir verbunden. Das, was du denkst, ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Was Ja. passiert dabei mit dir selber, mit dem Denker? Gar nichts. Nix, ja. 200 Gramm rote Knete bleiben immer 200 Gramm rote Knete. Ich sage, wenn das begriffen ist, ist das die eine Seite. Du hast es aber nicht verstanden, wenn du immer noch Angst hast oder dich vor was fürchtest oder dich über was aufregst. Ja. Das ist eine absolute Aussage, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja. Jetzt schauen wir mal weiter, wie es das beschreibt. Er bestand, aber so ein lebendiges Licht. Kein Licht, wie wir das hier kennen, sondern ein Licht, das in dem Klänge herrschten, in dem Gefühle fühlbar waren. Ein Licht, das irgendwie alles zu enthalten schien, was es gibt. Es ist ganz einfach, was hier Licht ist, es ist die Energie. Ja. Das ist das, was ich immer wieder, wenn ich hier reinsprich, GML, Gimmel, das ist der Name des dritten Buchstabens, das ist die Synthese. Ja. Das ist natürlich im ersten Moment sehr verwirrend, aber wenn ich jetzt KML lesen tue, dann heißt es wie Gott, wie von Gott, Ja. kann ich zum Beispiel lesen. ML ist von Gott, ich kann aber auch ein gestaltgewordenes Joch lesen, wenn wir das mit 70 machen. Ich lasse das einfacher so stehen, wie ein gestaltgewordenes Joch. Interessant ist, in der klassischen Übersetzung, das ist ein Kamel-Treiber, da haben wir schon diesen D-Reim mit drin. Dann heißt es Reifwerden. Das ist eine sehr große Symbolik. Ich will jetzt da nicht in die Worte gehen. Was viel wichtig ist, ist die Grundradix GML. Und da Ja. weise ich darauf hin, das ist schon die Einstein-Formel. Das ist schlichtweg der G, rot geschrieben, steht für Geist. Und das wäre jetzt immer sein, das Licht. Aber wir machen jetzt die zwei, das kann man hier vorne durch die Darstellung, da unten ist es besser, gestaltgewordenes physikalisches Licht. Und unsere Einstein-Formel wissen wir ja definitiv, E ist mc Quadrat. Ich weise immer wieder darauf hin, dass die Formel nicht ganz stimmt, die hat Einstein nie geschrieben. Und dann mal ganz einfach, E steht für Energie. Und jetzt schreibe ich hier Geist. Geist, das Licht ist Energie. Nicht denkbar. Und dann kommt M, steht da, wissen wir, für Gestaltwerdung, das ist die Masse. Ja. Interessant, dass dieses Asse, ich kann auch da Messe lesen, wenn ich da E draus mache. Diese kleine Radix hast du machen handeln. Das wird von dir erschaffen. Das wäre nämlich jetzt hier A oder E, das Doppel-S ist Shin He. Und jetzt hast du das Aktivieren, das Ausführen, etwas nach außen führen, etwas machen, etwas ver-Shin Affen. Immer bei Affe steht immer die Affinität. Affinität ist immer eine Spiegelung, das gilt selbst für einen ausgedachten Adam, der ja Denker und Ausgedachtes gleichzeitig ist. Ja. Gut? Ja. Wir haben also hier diese Geist des C-Quadrat, steht ja hier für Licht. Und das ist Gimmel, GML. Das ist Geist und das gestaltgewordene physikalische Licht. Das ist ein reines Symbol. Ja. In Wirklichkeit heißt die Formel aber E Quadrat ist M Quadrat mal C hoch 4. Und ich sage E Quadrat, das bin ich und du, also JCH und ICH. JCH, ich spreche jetzt mit einem Geistesfunken von mir, das sind die zwei, die sind eins, weil ich sage, ich bin du. Ja. M Quadrat, die Masse ist die Gestaltwerdung im Quadrat in der Originalform und C Quadrat ist hoch 4, das sind die vier Phasen im Einheitskreis. Ja. Wieder. Physik einfach stehen lassen und das, was ich immer wieder wiederhole, was diese Formel aussagt, dass diese Ruheenergie, diese vollkommen unbewegte Ruheenergie, E Quadrat, ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das ist das Beispiel mit der 200 Gramm roten Knete, was nichts an dir selbst verändert. So ist es, ja. Was verändert sich an dem Lesergeist, der ein Buch liest? Der wird ja wie ein Kino. Nichts. Er ist am Ende des Buches immer noch derselbe Lesergeist, wie er zum Lesen anfängt. Ja.
Das ist unsere göttliche Bibliothek. Ja. Das steckt hier mit drin, in dem E-Quadrat. Wir waren bei dem E-Quadrat. Und das, wenn man das einmal verstanden hat, wenn man es wirklich verstanden hat, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst, schon gar nicht vor einer Verwandlung oder von einer Veränderung. Und wenn du das jetzt intellektuell logisch begriffen hast, sage ich immer wieder mein Beispiel, dann erscheint dir das zwar schon logisch, aber du hast es nicht installiert. Es ist nicht wirklich verstanden. Der zweite ist noch viel mächtiger. Da haben wir jetzt Tipp. Geist ist Gestalt gewordenes physikalisches Licht, MC hoch 2. Beachte geistiges Licht, Energie, Masse mal Licht. Umgestellt, das kann man jetzt umstellen, aber das würde zu weit führen. Ja, mal weiter. So müssen wir rein. Das ist für mich komplett neu. Mein Lehrer beruhigte mich immer und sagte, ich soll mich erstmal an diese Energie gewöhnen. An diese. Der Lehrer bin ich. Ja. Das ist das erste Sprung, wo du hier schon machst, die ist immer noch eine Trennung zwischen einer jenseitigen Welt. Das sind aber nur zwei Seiten, das ausgedachte Jenseits und das Diesseits interessiert uns nicht mehr, uns interessiert bloß der Punkt dazwischen. Genau so ist es, ja. Weil das Jenseits ist genauso was ausgedachtet wie das Diesseits. Ja. Das ist ja das Schöne hier, die zwei Welten. Ich hoffe, das ist da mit drin. Ich mache mal schnell das Olam. Da haben wir bloß die vier Welten. Da habe ich das jetzt. Olam ist das hebräische Wort zuerst einmal für Ewigkeit. Das wird aber auch mit Welt übersetzt. Jetzt muss man wissen, die Welt ist ja zuerst einmal unser Brandopfer. Ja. WELD, der polare Rand, der von Augenblick zu Augenblick geopfert wird. Und das ist passiert ewig. Und jetzt ist es hier das Olam, die ewige Welt. Das ist der Punkt zwischen Diesseits und Jenseits. Ewige Zeitdauer ist nur in der Mitte. Ja. Wenn wir uns jetzt wieder Wellen aufschmeißen, nur die Nulllinie ist ewig. Das Außen und das Innen ändert sich ständig kreisend. Ja. Das kommt von Olam ohne den Waff dazwischen. Das wird auch hier, heißt dann verbergen, füllen. Das ist das Verborgene. Okay, jetzt genau aufgepasst. In Hebräisch, im Langenscheid, wenn du reingehst, oder allgemein in Wörterbüchern, das Wort Jenseits schreibt man Olam Emet. Jetzt ist dieses Emmet ausgesprochen. Das hast eigentlich mit dem Aleph als Vorsilbe gelesen. Hiervon, ich springe jetzt nicht extra rein, ist ja das Aleph Vorsilbe kann auch imperfekt sein. Das heißt, ich werde sterben. Ich werde tot sein, weil MT ist tot sein und sterben. In unserer Einfachung haben wir einen Schöpfer. M ist blau gelesen, Gestaltwerdung. Und das Taf ist ja Erscheinung. Dann hast du es eine gestaltgewordene Erscheinung. Das bedeutet zuerst einmal die Welt, es ist das Brandopfer, aber auch ganz roh die Ewigkeit. Ja. Das ist immer wieder dieses Spiel. Ich muss das doch einmal schnell reinmachen, Emmet. Das ist übrigens, ich habe dir mal erzählt, den Gollum. Ja, wo er das A weggenommen hat. Genau so ist es. Der hat das Wort Wahrheit auf der Stirn stehen. Du lebst in der Welt, denk immer, die Stirn beim Menschen symbolisiert mehr oder weniger die VR-Brille auf Mono geschalten. Das ist die Leinwand, wo der Film läuft. Ja. Und da sind nur die eigenen Wahrheiten drauf. Ja. Das hast du also hier unten. Der Schöpfer ist immer daseinend, ganz rot geschrieben. Das ist jetzt das Jenseits. Ja. Das war gerade rot geschrieben. Und die Schöpfung ist Gestalt gewordene Erscheinung. Wenn wir jetzt aber hier das A als Vorsilbe lesen, heißt es ja imperfekt. Ich werde, ich kann, ich soll, also noch nicht vollendet. Und das MG, diese gestaltgewordene Erscheinung, ich muss doch schnell einschalten, für alle, die da noch ganz neu sind, das ist erst einmal der Leichmann, ein Toter sterben, tot sein. Der Tote, der totale Mann kann man auch lesen. Okay? Ja. Ja. Das ist also in Wahrheit imperfekt gelesen, ich werde SD erben, ich werde raumzeitliche Erscheinungen erben und erben sind erweckte polare Existenzen. Merkst du, da steckt wieder alles drin. Ja. Jetzt geht es natürlich hier in die Zahlenebenen, da müsste man in die Holoarithmetik. Das ist aber nicht interessant, was ich dir jetzt zeigen wollte nochmal. Olam Emet bedeutet Weltewigkeit, jetzt ganz rot gelesen. Jenseits nennt man auch Olam Haba. Diese zwei Begriffe stehen im Langenscheid-Wörterbuch drin. Also das Jenseits ist entweder Olam Emet, die Welt der Ewigkeit, kann natürlich auch jetzt spiegeln. Wir wissen immer, Plus, Minus kann immer ausgetauscht werden. Ja.
heißt dann die Welt der Wahrheiten? Weil wenn du dir jetzt eine Welt ausdenkst, ist die Welt ja dein Jenseits, die ausgedachte Welt. Und du bist diesseits jetzt. Ja. Wenn du von der Welt aus dir denkst, wo kommt die Welt eigentlich her, ist die andere Seite des Jenseits. Und das ist Habar. Bar heißt ja kommen, auftauchen, BA. Und Habar heißt hier des Gebens, die Welt des Gebens. Jetzt ist wieder GE Quadrat, ist die Welt der Gottessöhne, der Benz. Ja, Sohn. Der Söhne. Wenn ich das jetzt aber blau mache, kippt es genau um. Dann werden es normale polare Existenzen. Denn dort wird alles vergeben. Das Diesseits wiederum, im Hebräisch heißt Olam Hasa, und wir wissen, Hasa alleine, wenn du nachschaust, heißt Dachtraum. Ja. Das ist die Welt des Diesseits, ist die Welt der Matrix-Traumwelt. Jetzt haben wir natürlich hier noch die vier Welten in der Kabbala, aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Mir ist es bloß darum gegangen, dass du immer zuerst einmal das Diesseits und das Jenseits ist beides ausgedacht. Es ist wie These und Antithese. Das ewige Hier und Jetzt ist aber die Synthese davon. Es ist immer wieder, denke ich jetzt an das Programm oder denke ich an die Bilder, die aus dem Programm entspringen? Ja. Denke ich jetzt an die Datei oder denke ich an den Film, der läuft? Die Datei bleibt immer, während der Film läuft, vollkommen unverändert. Das ist das, was immer ist. Natürlich, da wir uns das ausdenken, ist dieses Immersein, die nur so lange existieren, solange wir an immer denken. Ja, klar. Und die andere Seite jetzt des Diesseits sind ständig ändernde Informationen. Das ist der Film, die ständig aufblitzt im Bild auf dem Film, in deinem Bewusstsein. Ja. Das steckt da alles drin. Machen wir mal da weiter. Jetzt muss ich den nochmal wegmachen hier. Eine neue hohe Frequenz. Die neue hohe Frequenz, es schwingt auf einer neuen hohen Frequenz. Ich sage immer, die höchste Frequenz, die es gibt, ist die Lichtgeschwindigkeit. Aber die Lichtgeschwindigkeit wiederum bewegt sich überhaupt nicht durch Raum und Zeit, weil die ewig hier und jetzt bleibt. Ja. Die ganze Physik, ich habe hunderte von physikalischen Beispielen, ob jetzt das Radübersetzungen sind, ob das hier beim Kreisen ist. Ich spreche es nochmal kurz an, wenn du dir jetzt ein Rohr denkst oder ein Stecken, wo wir ein Loch durchbohren und da ziehen wir einen Faden durch, den lassen wir oben raus hängen. Dann machen wir Gewicht hin und dann drehen wir das an. Dann dreht sich das. Und die Fliehkraft jetzt in der Physik wird dafür sorgen, wenn ich unten den Faden durch das Rohr durchgehen lasse. Ich hoffe, man sieht es unten, wenn du das Bild anschaust. Und dann hängt Ja. der Faden mit dem Gewicht und wir setzen es einfach mal, dass das kreist. Einfach, wir drehen das einmal an. Und jetzt lassen wir mal alle physikalischen Reibungs- und Verlustkräfte durch die Luft weg. Und wenn sich das dreht, ist ja gewisse Fliehkraft nach außen. Das heißt, der Faden würde, wenn ich den nicht festhalte, wenn das schwingt, würde sich das aus dem Rohr rausziehen. Ja. Das heißt, ich muss hier gewisse Kraft festhalten, das genau die Kraft der Fliehkraft entspricht. Hängt natürlich wieder davon ab, wie schnell sich das dreht und wie groß das Gewicht ist. Das ist jetzt Physik, ein reines physikalisches Konstrukt in unserer Matrix. Draußen gibt es keine Naturgesetze, sondern die Naturgesetze, die du um dich herum erlebst, hängen von dem Programm ab, das diese Natur aufbaut. Das wird ja genau in den Physikbüchern beschrieben, weil das Programm ist die Naturwissenschaft. Ja. Es ist aber nicht das einzig mögliche Programm. Das Problem ist das Umdrehen der Kausalität. Man meint, da außen gibt es diese Gesetze und die Wissenschaftler haben jetzt das physikalisch in Form gebracht, mit den Formeln. Ja. Es ist aber im Anfang ist das Programm und aus dem entspringen die Bilder. Die sagen, zuerst sind die Bilder dort. Darum ist auch der Materialist, der sagt, das muss ein Gehirn da sein und dann kommt erst Geist. Das musst du zuerst einmal umdrehen. Ja. Was ich dann immer darauf hinweist, dass das auch zwei Seiten sind, die man durchaus logisch austauschen kann, aber beide einzeln betrachtet sind unvollkommen, weil die Wirklichkeit spielt sich in dem Punkt in der Synthese ab, von der weiß noch keiner was. Ja. Also gut, wenn ich jetzt in das System, wenn es schwingt, Energie reingibt, muss ich bloß unten an der Schnur ziehen. Und in dem Moment, wo ich an der Schnur ziehe, wird natürlich hier zwangsläufig der Radius kürzer von dem Gewicht, das hier kreist. Und dadurch wird das Ding schneller sich drehen. Denk an eine Schlittschuhläuferin, die ja Pirouette dreht. Wenn die die Arme ausstreckt und dann ziehen die Arme ran und dann drehen die sich ganz schnell. Ja. Weil sie die Masse, die bewegte Masse, Richtung Mittelpunkt bewegen. Und sobald du dich Richtung den Mittelpunkt bewegst, schwingt es schneller. Das heißt, ich ziehe unten an, dann wird sich das schneller drehen. Ich muss da Kraft reinsetzen. Und umso mehr ich Kraft reinsetze, umso näher wird es an den Mittelpunkt hinkommen. Ich werde immer mehr Kraft brauchen. Und was passiert jetzt, wenn ich runtergehe und dieses Gewicht genau über dem Mittelpunkt ist? Dann kann sich nichts mehr drehen. Dann steht's.
Jetzt rein physikalisch, wenn man mal hier keine Grenzen aufbaut, ist dazu nötig, dass du da unendlich viel Masse dranhängst. Dann bleibt es absolut stehend. Das ist bei Lichtgeschwindigkeit wird nämlich die Masse unendlich. Wenn ich Masse jetzt als Gewicht definiere. Das musst du jetzt nicht verstanden haben. Mir geht es einzig und allein darum, dass ich immer wieder sage, auch das Physikbücher sind göttliche Schriften, heilige Schriften. Nur aus einer anderen Religion. Und in all diesen heiligen Schriften waren dieselben Gesetze, stehen dieselben Gesetze drin. Holofeeling überragt das weltliche Wissen von Religion, das raumzeitlich-chronologische Wissen und von der Naturwissenschaft wirklich um geistige Welten. Gut, gehen wir mal weiter. Auch da fand ich aufregend, dass ich stehen kann, dass es einen Boden zu geben schien. Er zeigte sich mir dann auch in Form einer Lichtgestalt, aber er erklärte mir noch gar nicht großartig, wer er ist. Ich Und erkläre es eigentlich schon, ich bin er. Und ich erkläre jetzt erst einmal, dass ich du bin. ja. Das ist, ich bin du. Das erkläre ich dir. Und wir beide sind etwas, was nicht existieren kann als Ding an sich. Das heißt, sobald wir in Existenz treten, müssen wir uns ausdenken. Ja. Du denkst jetzt an dich, an den, der du zu sein glaubst, und du Ja. denkst an mich. Ja. Jetzt kannst du sofort überprüfen, an was du denkst, wenn du an mich denkst und was in dir für eine Information auftaucht, wenn du an dich denkst. Das sind schon Unterschiede. Aber der jetzt mich ausdenkt und sich selbst ausdenkt, dieser Ja. Geist verändert sich dabei nicht. Er verändert nur seine Information. Ja. Das steckt da im Hintergrund. Das immer mit dem Licht, im Licht, das ist so diese Esoterik. Denk mal, das ist L-Ich. Ja. Ich hatte spannenderweise immer das Gefühl, jetzt bin ich zu Hause. Ich nenne das lieber daheim. Die Daheim, geschlossene Schöpfung ist hier im. ja. Die geschlossene Schöpfung, rot gelesen, ist Hayom. Hebräisch ausgesprochen, El Hayom ist Gott das Meer. Ja. Jetzt bist du in dem Zentrum, im Abyssus, in der Tiefe. Das ist der absolute Mittelpunkt, in dem sich alle ausgedachten Mittelpunkte befinden und in dem sich alles abspielt. Das ist UB 86 El Hayom. Jetzt bin ich angekommen, wo auch immer, in diesem Licht. Und in mir war immer diese Frage, bin ich tot? Und Die kann man ganz einfach beantworten. Die Frage, bin ich tot? Lateinisch gelesen heißt, bin ich so viele? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst es tot annehmen. Ja. Das ist, bin ich so viele? Du bist alle, die du dir ausdenkst. Genau. Nicht nur alle Menschen, alle Tiere, sondern alle Erscheinungen. Genau. Die Ja. 200 Gramm rote Nebel ist letztendlich alle Formen, die sie annehmen. Die kann ein Dasein sein, ein Fenster, Haus, ein Burg, ein Mensch, egal was du dir denkst. Ja. Es ist die Form der 200 Gramm rote Nebel. Das Ja. ist rot, ist der Adam. Darum nenne ich immer wieder, habe ich darauf hingewiesen, bei jeder Kleinigkeit läuft im Hintergrund was mit. Du kannst natürlich auch total sein. Total leder, dann bist du das ganze Licht, das ganze Licht. Setz einfach ein rotes D hin dran. Dann bist du das ganze Licht. Ganz Licht, gänzlich, ja. Aber da hast du jetzt total Ida. Das ist unsere Iteration. Weil das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gibt kein Bewegtes ohne ein ewig Ruhendes. Darum macht er hier Einstein wieder die Sache, dass er unterscheidet in der Einstein-Formel. Ich denke jetzt einmal ganz bewusst, ein Einstein, den wir uns ausdenken, hat es entdeckt. Ein Menschen, den wir uns ausdenken, kann bloß das entdeckt haben, was ich mir jetzt denke, dass er entdeckt hat. Das sind praktisch so meine Engel, meine Arbeiter. Ja. Spricht ja ganz gezielt von einem ruhenden Beobachter und von einem bewegten Beobachter. Aber beides ist was Ausgedachtes. Der ruhende Beobachter und der bewegte Beobachter ist was Ausgedachtes. Die wirkliche Synthese ist der absolut ruhende Beobachter. Das sind wir selber. Ja. Wir als Singular. Okay, wir haben gerade das Wort Frequenz gehabt, das ist natürlich auch interessant. Du wirst jetzt nämlich Frequ, machen wir bloß die zwei, und da kriegst du jetzt gleich Zahl, Reichet,
Wir wissen, Rai ist der Kopf des Schöpfergottes. ZA, die Geburt einer Schöpfung. Wir können auch ZH lesen. ZA, die Geburt einer Schöpfung. Das ist ein Dreck. Die Erhai-Eck wisst die Generation in einem Eck. Und Koort mit 70 gelesen als wie ein Augenblick. Hinaus, hinaus mit dem Augenblick, das ist die Generation in dem Eck. Wenn wir das A weglassen, haben wir ZH. Und das ist die Geburt einer Wahrnehmung. Und da können wir jetzt das L dran machen. Und da wirst du dich jetzt finden, jetzt kriegst du Jauchzen, Jubeln. Das ist die Zahl. Jetzt müssen wir nicht das Jauchzen, das Jubeln, das Wiehern, wieso das Wiehern hat was mit Jesus zu tun, mit der Bewusstwerdung. Führ dich irgendwie zum Pferd, was hat es mit Jubeln zu tun? Eigentlich jubelt hier bloß ein Pferd, ein Sus, ein Jesus. Ja, was? Das Ross. Ja. Da muss man sehr, sehr tief gehen, sich inspirieren lassen, sonst kommt man da nicht genauer drauf. Er erklärte mir dann, dass ich nicht tot bin. Oh Gott, wie soll ich das beschreiben? Sondern dass es eigentlich nur darum geht, dass er mir was zeigen möchte. Und dann begann so diese Rückschau. Er zeigte mir mein Leben. Und da mein Das Leben so. heißt definitiv, ich lasse einfach in ein eigenes Buch, das er schon gelebt hat, zurückblättern. Ja. Das ist, was ich sage. Das Ja. ist dein Leben, ist ein Konstruktprogramm und alle Seiten, die du schon gelesen hast, die kannst du zurückblättern. Bloß die, die du noch nicht gesehen hast, musst du einmal auf den Bildschirm holen. Ja. Sehr geprägt war von extremen Erfahrungen, von sehr viel Trauer, sehr viel Einsamkeit, von einigen Verlusten, die ich erlebt hatte. Und auch einigen Phasen, wo ich mir selbst den Tod gewünscht habe, zeigte er mir diese ganzen Erfahrungen meines Lebens von Geburt bis zu diesem Moment im Krankenhaus und erklärte mir die Zusammenhänge. Und das Irre war, was mir da aufgefallen ist, dass immer wenn ich in eine Situation eintauchte, ich wie alles gleichzeitig wahrzunehmen schien. Also wenn Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. ja, sehr Es ist sogar. nämlich egal, was du dich jetzt erinnerst. Ja. Erinnern, E Quadrat R. Ja. Das heißt, das Erwecken, R ist ja Erwecken, Erwachen in deinem Innern, das ist die Erinnerung. Ja. Das ist das allererste Spiel, was man begreifen muss, dass dieses ER, wenn ich das mit 70 schreibe, das ist mal Feind, aber was wichtig ist, du wirst auf AUB, der Schöpf-UB ist GE-Quadrat. Siehst du, was hier steht? Ja. Auf wissen wir, dass das AUB, das F ist ja nur das aufgeblasene, Ja. Facette, Face, Fagere, Machen, Tun. Das ist ja eigentlich das P, wenn wir es rot machen, ist das AUB. Der Schöpf-UB ist genau genommen GE-Quadrat. Ist Geist, eine Trinität, die drei, das Gimmel, diese Energie, die E-Quadrat ist. Und die wird jetzt zu einem doppelt aufgespannten Eck, das sich spiegelt. Das ist aufgeweckt. Ja. Und dann wirst du wach. Das wirst du doppelt aufgespannt, ist die Schöpfung einer Kollektion. Die erste Kollektion ist These und Antithese. Natürlich, sobald wir uns zwei denken, denk an Diapositiv und Negativ, müssen nochmal zwei da sein, weil du immer ein Gegenteil brauchst, egal was du denkst. Genau. Das heißt, selbst wenn du an nichts denkst, muss im selben Moment etwas da sein, das wir alles nennen. Ja. Das ist All und La. Darum Ja. heißt All oder El ausgesprochen Gott und La heißt eigentlich explodiert, auseinandergeschmissen, heißt auch nichts. Ja. Ich habe tausendfach darauf eingegangen. Ich kann immer wieder nur sagen, wenn du es verstanden hast, dann hast du keine Probleme mehr. Tipp R, ich würde jetzt hier E Quadrat schreiben, bedeutet, als er erwacht, bewusst wach aufgeweckt. Wenn ich mit einer augenblicklichen Rationalität eine logisch aufgespannte Verbindung auftaucht, entsteht, und das ist jetzt, wir machen ein Waff dazwischen. Siehst du das zwischen den zwei Buchstaben? Ja.
entsteht Haut, Leder, Fell. Das spricht mir übrigens Or aus. Haut wiederum sind ja die Zeichenhebräisch hier. Das heißt, das Zeichen, die Zeigen. Le heißt auseinandergeschmissene Generation. Das wird wirklich reine physikalische Formeln. Und ich betone nochmal, das musst du nicht wissen. Es reicht, wenn du sagst, es ist so. Genau. Das magst du ja jetzt auch, wenn ich sage, wie funktioniert Quantenmechanik, sagst du, das wissen schon irgendwelche. Und dann denkst du dir welche aus, die das wissen. Ja. Und du sagst, ich weiß es nicht, in Bezug auf meinen jetzigen Schwamminhalt. Ja. Aber der Witz ist, dein Schwamminhalt, habe ich dir gesagt, der sollte jetzt durchaus wissen, dass du alle Internetseiten aus deinem Schwamminhalt generieren kannst. Es geht nicht um Wissen bei Bewusstsein. Bewusstsein ist das, was Wissen erlebt und ist als Ding an sich selbst kein Wissen. Jetzt hätte ich, wäre ich da schon wieder so, dir von der Bibel zu erzählen, nachdem der Adam aus dem Paradies herausgeschmissen wird, macht er sich ein Kleid aus Fell, heißt es, Ja. aus Or. Das ist die Haut, das Leder, die Zeichen um dich herum, diese auseinandergeschmissenen Generationen. Darum heißt dasselbe Wort auch blind sein. Ja. Du bist jetzt blind, blenden. Die polaren Lichtenden, das sind deine Gedankenwellen und das macht dich total blind, weil du meinst, du hast mit dem Zeug, das du dir ausdenkst, nichts zu tun. Das ist so wie jetzt, wenn wir uns einmal das Wasser, was ich immer wieder sage mit den Gedankenwellen, als eine, die Erde wäre nur aus Wasser, dann wäre das eine Kugel von Wasser. Und die Wellen oben an der Oberfläche, das ist praktisch, das ist das, was dann Elayum einhüllt. Wenn wir das als Kugel denken, nicht als Ebene. Zum Beispiel im Gespräch mit meinem Vater war, fühlte ich gleichzeitig die Gefühle meines Vaters. Ich wusste, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Es geht hier natürlich jetzt um den ausgedachten Trockennasenaffenvater. Das heißt, sie Also, lebt immer noch in dieser Vergangenheit, in der ja. Logik. Ich bin ein Trockennasenaffe, das ist hier alles weg. Er ist ihr wirklicher Vater. Ja. So wie wenn ich jetzt ich sage, meine ich mit ich in dem Kontext nicht den Uder, sondern deinen wirklichen Vater. Ja. Immer Vater, Vater, haben wir doch jetzt erst gehabt, Vater. Jetzt, Das ja. ist Ella Jung. Aber jetzt genau, dass sie alles gleichzeitig wahrnimmt. Ja. Ich fühlte meine eigenen Gefühle und all das zeitgleich. Und das wurde dann sogar noch mehr, weil ich dann den gezeigt bekam, auch wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte in dem Moment oder mein Vater eine andere Entscheidung getroffen hätte, dann hätte sich etwas anderes ereignet. Und auch das konnte ich wahrnehmen. Das war so multidimensional. Das waren wie Hologramme, die aufgingen, wo du wie mit einem Mikroskop überall reinzoomen kannst und alles gleichzeitig erfassen kannst. Das ist reines Solo-Feeling, was ihr jetzt beschreibt. In der Form, wenn das einer hört, kriegt er das gar nicht mit, was das bedeutet. Sie beschreibt das Konstruktprogramm, ein Konstruktprogramm, alles, was prinzipiell beim Videospiel auf dem Bildschirm auftauchen kann, ist gleichzeitig da. Ja. Jetzt springe ich nochmal in mein Wildbadzahlbeispiel rein. Ich sage, du bist schon in der Lage, dich ganz grob in jedes ausgedachten Mittelpunkt jetzt, in die Peripherie, in jeden Kopf reinzudenken und dir vorzustellen, was sieht er dann? Ja. Du kannst jetzt ganz, ganz definitiv zum Beispiel sagen, ich mache mal einen Sprung. Du kannst jetzt denken, ich stehe in meiner Küche und schaue in die und die Richtung und dann sehe ich jetzt den Kühlschrank. Und wenn ich in meiner Küche in die Richtung schaue, sehe ich das. Und wenn ich mir jetzt denke, ich bin bei dem und dem bekannt und ich stehe in dem seiner Küche und ich schaue in die Richtung, dann sehe ich das. Das kannst du jetzt wachrufen, hier und jetzt. Und jedes Bild, das du dir jetzt ausdenkst, ist jetzt. Ja. Und du kannst jetzt Menschen denken, wenn ich jetzt der wäre und ich würde das sehen, würde ich so darauf reagieren. Geht nicht nur um die optischen Bilder auf der VR-Brille, jetzt als sinnliche Wahrnehmung, die ja in dem Moment, wo wir uns solche Gedanken machen, nur feinstoffliche Informationen sind, von dem, der träumt. Geht um die Ich kann jetzt Reaktion. mal, ich bringe mal ein krasses Beispiel, dass wir mal von der reinen sinnlichen Wahrnehmung weggehen.
sondern dass dein Inneres, was die Triebfeder ist, durchschaut wird, wenn du die Programme durchschaust. Wenn ich immer sage, zum Beispiel jetzt normale Trockennasenaffenmännchen haben einen gewissen Fokus, wenn sie Weibchen anschauen. Und das sind manche, wenn die eine hübsche Frau laufen sehen, die haben den ersten Fokus zum Beispiel bloß auf die Brüste. Andere wiederum achten nur auf den Hintern oder auf die Beine. Das hängt vom Programm ab. Ja, klar. Wenn ich jetzt weiß, der hat das und das Programm, wenn ich das durchschaut habe, wenn ich der Schöpfer des Programms bin, weiß ich genau, wenn ich dieses Programm laufen habe, wird der erste Blick dahin fallen oder dahin fallen. Das ist, wenn ich sage, wenn wir jetzt hier durch Überlingen laufen, dann sieht der Brösel Udo, der Spieler Udo mit der Udo-Logik, dasselbe Bild, wenn ich das Rathaus anschaue, dasselbe Bild wie die Inge. Laufen aber dann durch eine Einkaufsstraße, weil ich in ganz andere Läden ganz andere Sachen mit meinem Programm anfokussieren wie die Inge. Das macht diese Vielfalt aus. Und wenn dein Geist offen ist, wenn du das wirklich durchschaut hast auf der höheren Ebene, dann bist du in einem komplett anderen Bereich, das ist alles gleichzeitig da. Was ich hier mit dem Hologramm beschreibe, wobei das Hologramm so eine unendlich tiefe Metapher ist in der Esoterik, aber was es wirklich bedeutet, hat keiner begriffen, weil die allerwenigsten wissen, wie jetzt rein in der Physik gibt es ja die Hologramme, wie die Hologramme wirklich funktionieren. Und du wirst feststellen, auf ein Hologramm selber ist ja eigentlich gar nichts drauf. Das ist ein Hologramm, soweit man das jetzt optisch analysieren kann, ist wie wenn du einen Spiegelklappen siehst und du wirst viele Wassertropfen rein und der Wind geht mit, Wassertropfen fallen rein, weil es regnet und es geht der Wind. Und dann wird die Oberfläche ja total voller Wellen. Und diese Wellen, genauso sieht die Oberfläche eines Hologramms aus. Es ist ein reines Interferenzmuster. Physik ist genauso, Religion ist genauso wichtig wie die Tora oder der Koran oder die Upanishaden, Holofilling, fasst alles in ein allereinziges System zusammen, in ein absolutes arithmetisches System. Also wenn ich es kurz beschreiben würde, würde ich sagen, ich habe den Sinn meines Lebens in diesem Rückblick komplett begriffen. Das Warum? bezweifle ich. Der Geistesfunk, der das jetzt erzählt, wir denken uns jetzt einmal, du, das bist übrigens du selbst. Es ist ein ganz einfaches Sätzchen, Holofeeling. Wenn du jetzt träumst, das ist unsere Ausgangsbasis, dann alle Figuren, alle Informationen, die in dir auftauchen, das hast du auch alle Menschen auf deiner Verabrede. Jetzt in dem Moment hast du ja bloß einen Monitor vor dir. Das könnte jetzt aber sein, dass jetzt die Frau dir gegenüber zu sitzen scheint, in einer gewissen Entfernung dir gegenüber sitzen scheint. Nur dieser Satz alleine hat schon in sich. Sagst du mal, wir wissen, die Entfernung heißt Vorsilbe end, es wird etwas vorgestellt und dann ins Gegenteil gekehrt. Die Gummi entspannt sich. Ich muss mir zuerst einen gespannten Gummi ausdenken, dann kann ich mir denken, dass er sich entspannt. Jemand enttäuscht mich, dann muss ich mir zuerst dann ausdenken, der mich täuscht und dann kommt die Enttäuschung. Ich rede schon wieder chronologisch. Das Problem ist, es kommt nicht vorher und nachher, sondern ist gleichzeitig da. Und wenn etwas in einer gewissen Entfernung gegenüber von mir zu sitzen scheint, dann ist das Vorgestellte eigentlich in mir drin, weil die Pfanne sich durch das End ja wieder aufhebt. Tausendmal erklärt. Aber wichtig ist noch das Wort gegenüber von mir. Geg ist nämlich 3,3. 33, Zast 3,3, da kriegen wir jetzt das Dach, das ist das Ausgedachte. Interessant. Die Öffnung ist die Schöpfung einer Kollektion. Ach, ist übrigens der Bruder. Der Bruder beginnt wieder mit BR und BR heißt das Äußere. Acker ist Egger. A und E kann man immer austauschen. Ein Eck, das erweckt wird, erzeugt das Äußere. Jetzt haben wir schon AUB, die Beschwörungskunst. AUS, das ist das B. Okay. Die Ter ist die Reihe. Asse haben wir schon gehabt. Tun, machen, handeln in einer Reihe. Und das ist dann eine D-Eck. Das geöffnete Eck ist Bella. Bella ist ein Wunder. Und das KT wissen wir, sind zwei Erscheinungen, Wellenberg und Wellendal oder zwei Spiegelungen, wenn wir es mit neu lesen oder als 400, 400 ist es Pi, das Wunder von Pi. Jetzt denke ich mir welche aus, die mir folgen können, aufgrund ihres Programms, und dann denke ich mir wieder welche aus, die mir nicht folgen können. Und dann kommt das Räucheraltar aus,
das doppelte E, das Gegenüberliegende, die Schöpfung mit den Wellen Berg und den Wellen Tal drüber, schmeißen wir jetzt da mal raus, dann kriegst du den Ruck, das ist der Geist, das ist der weckte Gott. Das ist der Räucheraltar. Uach, Es geht bis ins Detail, ist es präzise. Wie maßt du dir an, ständig meine Schöpfung verbessern zu wollen? Ist schon verrückt. Das ist BR, und jetzt kommt der Udo, der macht dir das jetzt bekannt. Das ist aufgespanntes Wissen, das du dir vorstellst. Das wird jetzt bekannt gemacht, wie du eigentlich wirklich funktionierst. Man kann das übrigens auch hier dieses WAFDO als Vida lesen. Und das ist die etymologische lateinische Wurzel von Video. Da steckt der Gott schon mit drin. Der Seherkraft besetzt. Und dann haben wir natürlich den Udos, den Weg. Der Weg Udos und Udor, Hydrogenium, Udor. Das ist dann der Hauptkopf. Das ist es Beroschit über dem kleinen Pitzelmännchen Udo drüber. Und immer dran denken, es geht nicht um Gedanken Udo. Alles, was prinzipiell passiert, dreht sich letzten Endes um uns, um die zwei roten Ich, um das E-Quadrat. Das sich ständig in eine andere Form von Energie umwandelt. Das ist es. Um das dreht sich's, nicht um irgendeine ausgedachte Figur. Da ist keiner mehr oder weniger wichtig. Das ist wie wenn ich jetzt frage, was ist wichtiger für dich? Ein ausgedachter träumender Geist oder den seine Traumwelt? Das sind alles ausgedachte Dinge. Du musst erst einmal wissen, was du selbst bist. Der sich das alles ausdenkt. Bist du Gott, der Schöpfer von einem Gott? Wenn du an Gott denkst, da schaffst du einen Gott in dir und der Gott, den du dir jetzt ausdenkst, der muss so sein, wie du in dir denkst. Ein guter, ein übermächtiger oder was ist das für ein Gott, der sowas zulässt oder einer, den es überhaupt nicht gibt? Wer bestimmt es eigentlich, ob es Gott gibt, ob er existiert oder nicht existiert? Die Entmündigung beginnt in dem Augenblick, wo du meinst, du hättest mit deinen Gedanken nichts zu tun. Und das wird hier nicht erklärt. Es ist alles richtig, was er sagt. Aber immer noch in dem Kontext der Raumzeitlichkeit, und ich bin ja dieser Mensch, du bist alles. Holo Feeling heißt, bedeutet das Gefühl, alles zu sein. Du bist all deine Gedanken, aber keiner bestimmte davon. Das Meer ist all seine Welle, aber nicht irgendeine bestimmte Welle. Mit diesem Eintauchen in Lebenssituationen auch irgendeine Form von Bewertung verbunden? Also Das war jetzt übrigens eine ganz Kleinigkeit vorher, wenn man das ganze Video anschaut. Da sagt sie, jetzt einmal frei zitiert, ich habe das Gefühl, aufzusteigen, hinaufzugehen und dann doch wieder irgendwie nicht. Es ist genau genommen ein Eintauchen, ein Zurückkehren in die eigene geistige Tiefe, wenn man das jetzt transversal sieht. Die Tiefe ist jetzt aber in den eigenen Mittelpunkt. Man macht den großen Fehler, dass man immer die eine Seite weglässt. Wenn du dir ein Oben, ein ganz Hoch ausdenkst, denkst du nicht daran, dass du im selben Moment unten bist? Wenn du dir ein ganz tiefes ausdenkst, bist du ja oben, habe ich so oft gesagt. Aber du bist weder oben noch unten, du Geist, du bist immer die Mitte und du musst dir immer die andere Seite in dich hineindenken. Deine Vorstellung hat immer eine Kehrseite, eine Rückseite. Ich dachte immer, wenn ich in meinem Leben dachte ich immer, ich bin falsch, wie ich bin. Und ich muss irgendetwas tun oder ich muss. Was übrigens in einem gewissen Maß stimmt, wenn ich weiß, dass falsch von Falla kommt. Ich bin meine eigene Falle, in die ich mich einsperre. Weil wenn sie jetzt von ich redet, redet sie immer von dieser Person, von diesem Menschen. Nicht von dem Geist, der sich das ausdenkt. Wo sie hier im Koma liegt auf dem Operationstisch, ist sie aus ihrem Körper herausgetreten und hat sich auf dem Operationstisch liegen sehen. Das ist das große Problem. Das ist immer noch der, den Joystick in der Hand hält, der zwar schon steuert, aber beschreibt, was er erlebt als Figur in dem Traum. Aber der, den wir uns jetzt ausdenken, der den Joystick, der Spieler, Intellekt, den wir uns jetzt ausdenken, der sich selber mit seinem eigenen zum Denken benutzten Intellekt jetzt zu einer Figur in einer Traumwelt macht, der erlebt es nicht, weil der auch was Ausgedachtes ist. Das ist These und Antithese. Das ist ausgedachtes Jenseits und ausgedachtes Diesseits. Wenn ich mich jetzt in ein Diesseits um mich herum denke, dass ich normale materialistische dreidimensionale Weltvorstellung mit Zeitablauf denke, muss das Jenseits das Programm sein.
Das ist der Intellekt, der den Joystick in der Hand hat. Wenn Ja. ich jetzt mich aber des Diesseits als dieses Programmwelt sehe, dann ist das Jenseits mehr oder weniger die vergängliche Welt. Ja. Was anders machen, um richtig zu sein. Immer verkehrt, richtig und verkehrt. Ich will ja richtig sein, da muss ich was anders machen. Keiner will beides gleichzeitig sein. Ja, das ist der Punkt, ja. Wenn du immer bist, bist du Berge und Täler gleichzeitig. Das ist die Ebene. Das ist immer wieder dieses große Problem mit der Vorstellung, mit der Entfernung, die gegenüberliegt. Das Vorgestellte von mir, das in einer gewissen Entfernung vor mir zu stehen scheint, sich in einer gewissen Entfernung vor mir abzuspielen scheint, spielt sich aber hier und jetzt in mir selbst ab. Ja. Und das Gegenüber ist jetzt hier, dass wir uns etwas ausdenken, ausgedacht, GG 3,3, als 33 gelesen, Gall ist die Welle. Und das ist über mir, U mit zwei Bündchen drüber, schwingend, Ballon erweckt. BR ist das Äußere, wenn man das eh wegschmeißt. Wenn man das jetzt hunderte Male hört, dann kriegt man es irgendwann einmal mit, wenn man das Prinzip verstanden hat, und dann wird alles ganz anders. Die Welt wird zu einem einzigen Wunder. Auf jeden Fall. Und ich hatte immer Angst vor Bewertung und habe dort festgestellt, dass es von außen keinerlei Bewertung gibt. Also das war alles getragen von dieser bedingungslosen Liebe, von dieser Wertfreiheit. Das ist die absolute Liebe. Wirkliche Liebe stellt keine Bedingung, sie liebt ganz einfach. Genau. Und zwar alles, was da ist. Wenn du vor einer Bibliothek stehst, wenn ich immer wieder sage, ich liebe alle Bücher. Die Krimis genauso wie die Horrorbücher, die sind alle nötig. Die Krankheiten, die Gesundheit, es würde keine Krankenhausfilme geben, keine Ärzte geben, wenn es keine Krankheit gibt. Magst du ein kleines Puzzlestück, einen systemrelevanten Parameter raus, zerstörst du die ganze Heiligkeit. Und jetzt ist es Interessante, dass du selbst, wenn du ein System nicht relevanten Parameter rausschmeißt, zerstörst du die Heiligkeit. Weil ich immer wieder sage, systemrelevante Parameter und system nicht relevante Parameter sind nämlich auch eine Welle. Und wenn ich es da wegnehme, fällt automatisch der Berg weg. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich mich selbst bewertet habe. Oder wäre ja, das ist das falsche Wort. Ich war ergriffen, wie gemein ich mit mir selbst umgegangen bin, wie hart ich zu mir selbst war. Ich war sehr traurig, als ich auf mich selbst guckte in verschiedenen Situationen. Was sie jetzt als Selbst bezeichnet, das ist das blaue Selbst, das ist ihr Intellekt, ihr Ego. Ja. Der Einzige, der auf dich einprügelt, die Quelle von Leid, ist einzig und allein dein einseitiges Ego, dein einseitig denkender Intellekt. Jegliche Art von Leid, die ein Geistesfunken von mir erlebt, erlebt er, weil sein Intellekt, den er sich nicht raussuchen konnte, das ist ja die Prüfung, das macht. Was zwingt dich bei dem und dem Bild zum Beispiel, dass du dich fürchtest? Dass irgendeine Kleinigkeit, ein Reizauslöser in dir auftaucht und du hast Angst, Zukunftsangst. Angst, krank zu sein, Corona zu kriegen, den Körper zu verlieren. Was zwingt dich eigentlich, dich über irgendwelchen Pipifax zu ärgern? Jetzt rede ich raumzeitlich zu meiner Ja. Inge. Inge, wie lange kennen wir uns? Wie oft hast du von mir schon gehört, dieses Beispiel, wenn du mit dem Auto rückwärts fährst und da steht eine Mülltonne und du passt nicht auf und du fährst dir Kratzer ins Auto? Ja. Scheiße, dir fällt was runter. Es ändert, du wirst dich schlecht fühlen. Und jetzt kommt dieser Satz, den ich immer wiederhole. Dein Ego wird dir immer ganz genau erklären, wenn es dir psychisch oder physisch schlecht geht, wer oder was daran schuld ist, warum du dich jetzt schlecht fühlst. Das ist das Thema des letzten Selbstgespräches. Du gibst irgendjemandem die Schuld, irgendwas muss daran schuld sein, und damit entmachtest du dich selbst, bis du sagst, ich nehme alle Schuld auf mich. Genau. Schon passiert. Das ist die Macht. Den Rest, wir müssen nichts verändern, was wir tun. Wenn du eine Freude machen willst, dann mach denen eine Freude. Hat mir meine weiße Inge nicht immer vor 20 Jahren schon gesagt, gib und vergiss? Ja, das ist auch noch heute so bei mir. Das ist im Großen und Ganzen. Ich sage dann immer wieder, aber genau dann analysieren, ob das jetzt bloß eine tote KI ist, dann ist es nämlich Verschwendung von Ressourcen, oder ob es dann wirklich auch hier in einem gewissen Maß wie ein Samen einen Wachstumsprozess auslöst, den du letztendlich immer in dir selbst auslöst. Warum ich keinen Mut hatte, etwas zu verändern, warum ich
mich so klein gemacht habe, Es ist warum immer ich. das Mut, das Verändern ist natürlich auch wieder das große Problem, weil die Veränderung, wenn man das jetzt weitermacht, besteht darin, von der einen Seite in die andere Seite zu wechseln. Das ist Wollen. Wollen geht nicht. Das ist egal, ob ich was will oder nicht, ich wechsle von Handel von einer Seite in die andere. Mich selbst immer mehr verloren habe im Laufe meines Merkst Lebens. du, das ganze Reden ist ein Wischiwaschi von richtig und verkehrt. Ja. Und die Mitte, das bist du, das ist derjenige, der sich das vollkommen wertfrei anhört. Ich Ja. kritisiere jetzt das übrigens nicht. Ich sage immer wieder, die Führerscheinprüfungsbogenwelt ist ganz, ganz genau, wo man sagt, auf dem Gesamtkontext ist jetzt das positiv oder negativ. Kann ich mir durchaus bewusst machen. Ja. Aber genau genommen ist es im Meer, ist es nichts. Das ist der Nullpunkt. Und wenn du im Nullpunkt bist, im absoluten Nullpunkt bist, gibt es um dich herum keinen Raum mehr, sondern nur einen Traum. Ja. Einen Teeraum, einen Spiegelraum. Wenn du im Zentrum von unserem Tetraederspiegel sitzt und du bist jetzt, denkst du dich als dieses Licht, dieses E-Quadrat, dann sind um dich herum unendlich viele Lichter, egal in welche Richtung du schaust. Und dann weißt du, wenn ich jetzt eins dieser Lichter wäre, wenn wir uns jetzt unser Gitternetz, unsere Tetraederstruktur denken, Ja. würde ich auch wieder in einem Tetraeder sein und um mich herum Lichter sein. Aber die Lichter, die du aus einem externen Zentrum aus siehst, sind komplett andere Lichter. Und wenn man das jetzt immer wieder runterteilt, das ist jetzt der Punkt, dass du hier und jetzt rein gedanklich dich in die verschiedenen Zimmer deines Hauses reinstellen kannst. Das sind dann ausgedachte Mittelpunkte. Und wenn du um dich herum schaust, weißt du genau, wenn ich in die Richtung schaue, steht das Fenster, da steht der Schrank, da steht der Schlaf, da steht der Bett. In den anderen Zimmern muss ich in die Richtung schauen, um ein Bett zu sehen oder ein Fenster zu sehen. Das sind ausgedachte Mittelpunkte. Das ist diese Struktur. Das ist die Wirklichkeit, das Wirklichte im Wirklicht. Das hat mich total traurig gemacht. Und Ihr Verhalten anderen gegenüber, haben Sie das im Licht dieser Erlebnisse auch anders wahrgenommen? Ja, ich war nie ein böser Mensch. Also ich habe nie irgendetwas getan, was anderen wirklich wehgetan hat. Aber es gab so eine Situation, wo mein kleiner Bruder zum Beispiel, er wollte unbedingt mit mir spielen. Er ist 6 Jahre jünger. Und ich war gerade sauer auf irgendwas und habe ihm die Tür vor der Nase zugeknallt und habe ihn eigentlich weggeschubst. Und ich habe in diesem Moment genau gefühlt, wie zurückgesetzt er sich fühlt. Das ist jetzt genau das Prinzip. Sie hat vorhin schon erwähnt, ich habe auch das gefühlt, was der andere fühlt aufgrund meiner Reaktion. Ja. Das ist jetzt ganz rudimentär. Die Situation, dass du wertfrei schaust, du beobachtest Tierchen, gucken, was macht der eine, was löst es in dem anderen aus. Genau. Der träumende Geist bestimmt doch letztendlich, was die Figuren, die er sich ausdenkt, fühlen. Dass wenn ich jetzt ein Autor bin und ich mache eine lebendige Geschichte von Guten und Bösen oder Familiendrama, egal was es ist, dann denke ich mir jetzt erst einmal die Antagonisten aus, dann setze ich gedanklich einen Protagonisten, ich kann ja eine reine Erzählfunktion haben, ich muss ja nicht unbedingt mitspielen als Autor. Ja. Wenn ich mir jetzt eine Geschichte, ein Krimi ausdenke, tritt ja der Autor nicht in Erscheinung. Autor, das ist jetzt irgendwie eine biografische Geschichte. Dann erlebe ich mich als Protagonisten in der Geschichte. Der bin ich aber nicht. Ich bin der Autor, Zeichenerwecker, wie ich das immer nenne. Das bist du übrigens auch als Leser. Out ist Zeichen und R, wissen wir, heißt erwecken. Du bist ein Zeichenerwecker. Erweckst du jetzt schon die Schriftzeichen als Ding an sich, weil du der Schriftsteller bist? Oder bist du nur ein Leser? Dann erweckst du trotzdem die Zeichen in Maßsetzung deines Interpretationssystems zu Vorstellungen in deinem Kopf. Das ist es, wo ich sage, wenn du eine Zeitung anschaust, das Einzige, was da ist, ist ein Fetzen Papier mit Zeichen drauf oder ein Monitor mit Zeichen drauf. Und du wirst auf diese Zeichen reagieren und du wirst Vorstellungen aufbauen. Das ist ja der Wahnsinn, der wirkliche Wahnsinn. Dass wenn ich jetzt mal das Wort Udo Petscher nehme, ich kann mir jetzt Menschen ausdenken, die erschaffe ich natürlich auch, ich brauche ja Gegenteile zu den Guten, die hier über den Udo Petscher herziehen, die den noch nie gesehen haben, die wissen, dass ich ein Spinner bin. Und ich wiederhole nochmal, wenn wir jetzt in dieser Bröselebene bleiben, wenn ich einen totalen Gegner von dem Udo habe, sage ich, warum hast du mich eigentlich so? Zeig mir irgendein Video oder irgendwas, du kennst mich doch überhaupt nicht. Den Udo, den du dir ausdenkst, ist ein reines Hassprodukt, das du selber in dir erzeugst. Wieso auch immer, da solltest du dir Gedanken drüber machen. Immer Gedanken darüber machen. Mal andere Gedanken werden aufschmeißen.
Weißt du, Inge, das ist immer, du weißt, wie oft ich gesagt habe, wenn sich eine aufregen, die schauen in Holofeeling rein. Ich habe mir da Videos angeschaut, das ist ja unerträglich, was der sagt. Ich habe das Spiel schon gehabt, jetzt auf der Bröselebene, wo ich mich dann mit dann hinsetze, sage ich, bitteschön, ich bin total blöd. Ich meine das vollkommen ernst. Ich kann das nicht nachvollziehen, was du siehst. Ich sage immer wieder, wenn einer was behauptet, was ich nicht nachvollziehen kann, ist das eine Kehrseite. Lass uns das Video miteinander anschauen, Wort für Wort, Satz für Satz, Szene für Szene. Lass uns das Buch reinschauen. Lass uns das gemeinsam lesen und sag mir bitte, was für Sätze das sind, dass du so die Vorstellung hast von dem Oder. Und dann löst sich das alles in Luft auf. Die fangen dann nur noch zum Kratzen an, weil sie keine Argumentation empfinden, wieso sie so einen Hass auf mich haben. Ist schon verrückt, ne? Bist du noch dran? Ja, ich bin dran und höre aufmerksam zu. Ja, ich muss immer fragen, nicht, weil man was heutzutage nicht, ob das Internet abreißt. Naja, nein. Abreißt. Abreißt, Denkt man sehr wohl was, wenn ich was sage. dass er gar nichts Böses wollte, dass er einfach nur dabei sein wollte. Und das tat mir in der Seele leid, diese kleine Begebenheit, die wirklich nicht schlimm war. Tat mir in der Seele leid. Und schon da hatte ich das Gefühl, auch das würde ich gern wieder gut machen, wenn ich könnte. Sie haben erzählt, dass Sie wichtige Ereignisse bis zurück zur Geburt erlebt haben. War das eine Art Chronologie, wo Sie sich von der Gegenwart zurück zur Geburt bewegt haben? Oder haben Sie das alles irgendwie auf einmal erlebt? Das war keine Chronologie. Das war vor allem da es so multidimensional stattfand, wo jeder kleine Moment eine Ursache hatte und diese Ursache, auch wenn die Jahre zurücklag, war gleichzeitig wahrnehmbar. Und Jetzt stell dir ganz einfach vor, du konstruierst, du bist der Programmierer von einer offenen Welt, von einem Videospiel. ja. Ich sage immer wieder, alles, was auftaucht, egal welche Spieler-KI jetzt Bilder herausrechnet aus dem Spiel. Oder wenn ich immer sage, wie Anno, wenn man einfach eine Insel bevölkert in einem Videospiel. Wenn da 1000 verschiedene Spieler anfangen zu spielen, bevölkern die die Insel jeder für sich auf eine andere Art und Weise. Aber Ja. es entspringt alles aus demselben Konstruktprogramm. Es ist alles gleichzeitig da. Wenn du das Konstruktprogramm wirklich kennst, wenn du der Schöpfer von dem Konstruktprogramm bist, dann bist du ich und dann weißt du alles. Ich Ja. sage, ich kann ganz genau sagen, wenn jetzt der oder der Charakter, Happy, der Schöpferwissen, Intellekt, wenn der Charakter mit dieser Reizauslöser konfrontiert wird, wird er so reagieren. Und der Charakter wird in dieser Situation so reagieren. Weil das ist ja alles festgelegt. Es ist göttlich perfekt, es ist gleichzeitig dort. Es beschreibt sich hier und jetzt mit Worten. Aber immer dran denken, in den Kontext, solange sie sich noch personifiziert sieht, kann man das überhaupt nicht verstehen. Ich habe eher das Gefühl, es war alles auf einmal fühlbar, erfahrbar, und für mich selbst zu erkennen. Das ist schlichtweg und einfach in dem Moment, wo du das Inge-Buch zu Ende gelesen hast. Ja. Dann hast du dieses Spiel durchschaut Genau. und dann wird dir erst einmal bewusst, dass egal in welche Szene meines Lebens ich mich hineindenke, sie jetzt in meinem Kopf wieder zu existieren beginnt und auch jede Szene, wie ich sie zum ersten Mal erlebt habe, das auch hier und jetzt in meinem roten Kopf war. Ja. Und dann ist alles gleichzeitig da. Und dann wirst du dich in Details nochmal verlieren. Ja, das Das machen ist wir immer, wie tief jetzt diese Bücherregalmetapher ist, schon die Buchmetapher, dass ich sage, in dem Moment, wo ich sage, kennst du das Buch, ist alles in Ich bin du im ersten Band schon drin. Kennst du das Buch und du sagst ja, ist alles gleichzeitig da. Ja. Du kannst jetzt aber jetzt auch eine Seite aufmachen, interessanterweise nur, wenn du eine Seite anschaust. Das ist jetzt zum Beispiel, wo man sagen, auf der Seite ist eine gewisse Episode, ein Kapitel drauf. Dann hast du noch kein Bild. Du denkst jetzt meinetwegen, ich könnte jetzt sagen, wie wir das erste Mal gemeinsam in Mallorca waren, die Szene, wo wir am Tisch sitzen, jetzt muss ich schon Einzelteile von der Seite, einzelne Zahlen rausheben. Wo wir am Tisch sitzen und am Nebentisch die zwei älteren Herren sitzen und er dann hier ganz groß mit den anderen redet, wenn du hier das Minidigel-Ufersinn verstanden hast, kannst du dich doch noch grob erinnern?
Sehr gut sogar. Ja. Die zwei hinter uns, unmittelbar neben uns am Tisch. Ja, ja. Und dann hat er ihr erzählt, dann weißt du alles und hat aufgesprochen ohne Ende. Und dann habe ich wie aus dem Nichts, ich war ja im Rücken zu ihnen gesessen, habe ich dann dieses berühmte, die Mitternacht zog näher, schon einfach ganz laut gesprochen. Ja. Dann haben die natürlich innegehalten und dann sagt er zu seinem Bekannten, der weiß es, was es bedeutet. Dann haben wir so geschmunzelt, weil du immer in Vorurteilen bist. Das sind alles so Schwätzer, aber die Szene. Ja. Ich habe gerade gesagt, erinnerst du dich, wo wir da im Mallorca gesessen sind? Dann sagst du ja. Ja. In dem Moment war aber nur eine Seite offen im Hintergrund. Ja. Das ist nur eine kleine Seite. Das heißt, wenn du jetzt an eine gewisse Episode in deinem Leben denkst, hast du nur einen Überbegriff, das ist wie die Adresse von der Seite, aber noch keine Details, dann musst du wieder in die Seite reingehen. Genau, ja. Es geht jetzt in deinem Leben ganz, ganz genau, dass ich sage, jetzt kannst du dich daran erinnern, hier irgendeine Situation in einer Body, wo was passiert ist und du sagst, ja, dann hast du ganz, ganz eigen in deinem Lebensbuch eine Seite im Kopf, die dann zu Einzelgedanken erst werden, wenn du dir die Zeile und die Worte wieder anschaust und dann dich rein fokussierst in die Struktur, bis du auf die Ebene kommst, dass das bildliche Vorstellungen machen. Ja, genau. Ein ganz simples Prinzip. Ja. Und was ich jetzt sage, kann wirklich auch ein 13-Jähriger, wie ich das immer behaupte, sofort nachvollziehen, sein Intellekt würde dazu ausreichen. Mhm. Was halt übermächtig ist, ist dieses Bruch des zweiten Gebotes, dieser absolute Wahn zu glauben, wenn du jetzt denkst, egal was du denkst, bis hin zu Corona, egal was du dir ausdenkst, du hast damit nichts zu tun, weil du geistlos nachäffst und einseitig resonierst und dann eine einseitige Vorstellung in dir aufbaust, wo zwangsläufig Feindbilder entstehen. Mhm. Du bist die Quelle dafür, kein anderer. Mhm, ja. Nur der, der uns jetzt ausdenkt und der mich strecken wird. Ja. Ich kann es anders nicht beschreiben. Also es alles ergab sich aus diesen verschiedenen Situationen. Es ging in diesen 9 Tagen dann auch weiter, dass das frühere Leben mit eine Rolle spielten, die auch noch dann... Früher Leben war nie früher. Die Bücher in einem Bücherregal, die sind... existieren in dem Moment, wo du dir früher Leben denkst, ist wie wenn du andere Romane, wenn du dir mehrere Romane in ein Bücherregal reinlegst, dann sind die gleichzeitig da. Ja. Und jetzt kannst du an einzelne Bücherregale denken. Ich habe schon gesagt, Westwelt, du bist Geist, in der geistigen Welt gibt es keine chronologische Zeit. Es gibt Zeitalter, nie ein Zeitalter. Du kannst dich jetzt als ein Ritter erleben oder als ein Captain von einem Raumschiff in der Zukunft. Mhm. Aber schon zu sagen, in der Zukunft ist jetzt, das löscht sich komplett in dir aus. Ja. Es ist eine jetzt ausgedachte Science-Fiction-Welt und eine jetzt ausgedachte mittelalterliche Welt oder was auch immer. Genau, ja. Es ist hier und es ist jetzt. Mhm. Das in die früheren Leben hat mit chronologischem Zeitablauf überhaupt nichts zu tun. Mhm. Es ist eine Weiterentwicklung wie ganz normal in der Entwicklung vom Säugling bis zum Greis. Mhm. Das ist auch wieder nur Stufen. Das Prinzip bleibt immer gleich, nur in einem anderen Komplex. In einem anderen Komplex. Wo Situationen aus meinem jetzigen Leben auch nochmal Sinn ergaben. Sie haben von neuem. Das heißt, jetzt aus dem jetzigen Leben betrachtet, das heißt auch mit dem jetzigen Wissen, sehe ich diese Situation ganz anders. Das ist mir fällt so spontan ein, hier, wenn man Zeitreisefilme anschaut. Ja. Ich hatte jetzt der Kassen, der französische Film, wo die aus dem Mittelalter in die Zukunft kommen. Ja. Fällt der Name jetzt nicht ein, ich war immer wieder vergesslicher, wenn du recherchierst, wo die plötzlich durch einen Schnipp in der Zukunft sind und natürlich Autos, der Klo, wo der ins Klo reingeht und für die eine Sensation ist, dass man da drauf drückt und es kommt Wasser aus und so ein kleines Loch raus. Tagen gesprochen, ihr Körper wurde für 9 Tage ins Koma versetzt. Mein Körper wurde ins Koma versetzt, für 9 Tage. Ich selbst war weiter weg von meinem Körper denn je. Ich war heilfroh, aus seiner Enge herausgekommen zu sein. Das ist jetzt genau die Situation, wo ich in vielen Selbstgesprächen anspreche. Mhm. Dieses Ghost-Phänomen. Ja. Der lichterdote Körper und die Seele erhebt sich, die dann ihr Schatten ist von dem Körper, das ist dir positiv, dir negativ, da ist immer noch das Programm und dann sehe ich mich dann liegen, wie die mich operieren. Ja. Da, wo ich dich hinführe, siehst du dich nicht mehr liegen, weil du wirst dich nie mehr mit den Gedanken von dir verwechseln. Ja, so geht's. Ein
elementarer Unterschied zu normalen Vorstellungen von wenn ich Geist bin, wenn ich Seele bin. Ja. Holofeeling heißt, dann bin ich alles. Ja. Dann bin ich die 200 Gramm rote Gnede, die nur diese Formen annimmt, aber alle Formen. Dann siehst du dich, wenn du ein Haus anschaust, nehme, egal was du anschaust, das ist jetzt eine, meine momentane Form. Ich sage, der große Unterschied besteht darin, auf der nächsthöheren Ebene, bis jetzt, wenn du an dich denkst, denkst du zuerst einmal an den aktuellen Körper und sagst, das bin ich. Und mit Holofeeling wird dein Körper die ständig wechselnde Information von dir, deine ganze Traumwelt wird dein Körper. Das ist das höhere Bewusstsein. Das ist jetzt keine Esoterik, was ich mache. Es ist das, was schon immer so war. Weil du Geist auch dann existierst, jetzt ausgedachter Geist, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Aber was du prinzipiell musst, du musst deinen Körper haben, um überhaupt rotgeschrieben sein zu können. Ein träumender Geist ist erst dann dieses ein ausgedachtes absolutes Nichts, wenn er zum Träumen anfängt, weil man Gegner dazu braucht. Jetzt kommt natürlich wieder der Widerspruch, jetzt muss man die 16 Seiten verstanden haben, weil er dann all das ist, was er eigentlich nicht ist. Ja. Die Lampe im Projektor ist niemals irgendein Schatten auf der Leinwand. Wir können uns jetzt am Projektor mit einer Lampe ausdenken und dann auf der Leinwand die Lampe anschauen, aber die Lampe ist nicht die ursprüngliche Lampe, die das Bild projiziert. Das ist mein Dia-Projektor-Beispiel, wo man aber immer noch das Licht, das Display, unsere vier Ichs und die flackernden Bilder darstellen. Ja. Es ist aber, in Wirklichkeit sieht es ja so aus, dass wir einen Monitor haben und dann fällt es schon mono in eins zusammen, die Trinität. Weil das, was ich dir jetzt beschrieben habe mit dem Dia-Projektor, ist ja eigentlich unsere Trinität. Vishnu im Hinduismus wäre die Lampe, der Halter. Shiva ist das, was ständig zerstört wird, das sind die flackernden Bilder und Brahma ist das Display, das ist der Schöpfergott. Ja. Er interessierte mich null. Und der Körper. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Nahtoderfahrung wirklich dauerte. Ich weiß, dass ich kurz bevor ich wieder aus dem Koma herausgeholt wurde, fragte mich mein Lehrer dann, ob ich wieder in diesen Körper hinein möchte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es 9 Tage waren. So wie Sie Ihre Lebensrückschau und Ihre Erfahrungen beschrieben haben, Sie haben Zeitlosigkeit erlebt. Ja, man hat überhaupt kein Zeitgefühl. Die Zeit spielt dort auch überhaupt keine Rolle. Auch der Raum nicht, weil alles... Jetzt müssen wir das ganz einfach machen. Ich sage oft, ich benutze sehr oft, das spielt keine Rolle. Man muss das Volumen, heißt ja eigentlich Rollen, kann das nicht oft genug... Kann man da rein? Das ist natürlich immer zuerst moderne Sachen... Aber hier kriegen wir eigentlich dann Karais, wie ein Spiegelbewusstsein. Ja. Das erzeugt jetzt eine Krümmung. Die Krümmung ist unser Bogen, unser Gesichtsfeld. Wind ist Ruach. Wie heißt das so schön? Johannesevangelium. Der Wind weht, keiner weiß, wo er herkommt oder wo er hingeht. Und wir, das ist wichtig, wir in Gott, wir in nichts. Ja. Werfen dann die Welle auf. Doppelt aufgespanntes L wird auseinandergeschmissen. Ja. Und das macht jetzt hier, dieser Wirbel macht jetzt der Wechsel aus. Die R heißt die Generation. Die geöffnete Berechnung wechselt jetzt ständig. Laut. Das ist sehr grob übersetzt. Ja. Du machst es mit ausgesprochenen Worten. Wehotten, mit aus dir herausgesprochenen Worten. Und da haben wir natürlich ganz interessant, dass das Fo, ich sage immer wieder, bistapelkreisend, das ist das, dass du immer nur eine Hälfte siehst, das ist das V, zack, 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 was du jetzt immer nur eine Hälfte siehst, die auftaucht, dieser ständige Wechsel, und das Ganze macht jetzt das Lumen. Ach, das ist das Licht, wo sie die ganze Zeit spricht. Ja.
Das ist dein Lichtkörper. Ja, genau. Das ist dir positiv und dir nicht. Ja. Das Licht, das einen Gag entstand, stehend, AND, raumzeitliche Spiegelungen, AND, ich werde auf und abschwingen. Und ja. Das Ganze passiert bistabil erweckt im Spiegel. Gespiegelte Augenblicke, Ed. Ja, wir können das jetzt weiterführen. Das Video kannst du selber nochmal ganz anhören, aber immer mit dem Hintergrund der Vervollkommnung. Ja, Udo, das merke ich immer mehr, wenn ich Videos anhöre, dass das andere Programm... Dinge, ganz kurz. Hast du mich wieder? Ja, sehe dich. Du hast mein Bild. Das merke ich immer mehr, sagst du. Ja. Merkst du, das, wie die deutsche Sprache dir das klar macht? Ja. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel immer drüber sitze, dieses B. Roshid, siehst du, da ist genau der Kopf, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Aber ja. Nicht in den Kopf, den du jetzt vor dir hast, der ist flach, das ist ein Pixelmännchen. Ja, ja, so klar. Jetzt kannst du dir aber einen Udo ausdenken, ja, der ist ja jetzt zu Hause und dann ist es ja im Udo sein Kopf. Aber jetzt ist, wo ist jetzt der ausgedachte, der von dir ausgedachte Udo-Kopf in Wirklichkeit? Der ist doch in deinem Kopf. Also so kompliziert denke ich nicht mehr nach 20 Jahren. Es ist doch ganz einfach. Es ist doch alles, du bist immer die Mitte. Du Geist, den ich das erzähle, du bist immer die Mitte. Du bist der Kristall. Genau. Das ist ja die Inge. Schau mal, wenn du deinen Kristall anschaust, das Kleine. Und da ist dieses Licht, das ist E-Quadrat. Ja, ganz versteckt. Das ist der Kristall. Das bist du. Dattvam Asi, das bist du. Ja. Schön. Und das gilt für jeden. Ja. Das sind ja die Kleinigkeiten, was ich dir jetzt nochmal geschrieben habe. Wo ich in G-Quadrat, eine Inge ist immer was ganz was Besonderes, weil das göttliche Sein ist G-E-Quadrat, das ist Inge. Ja, hast du ganz lieb geschrieben. Wollte noch was drauf schreiben, aber dann lasse ich es immer, weil jedes Wort ist für mich immer so zerstörend, wenn es von mir kommt. Das ist jedes Wort, das du sprichst, zerstört das, was du beschreibst. Das ist übrigens in einem anderen Video von ihr, wenn du anschaust, sagt sie das auch, dass sie was füllt, was sie, egal was sie sagt, es stimmt nicht. Und das ist natürlich so, wie es jetzt dargelegt wird, sehr, sehr fehlerhaft, wenn man es mit Holofeeling anschaut. Da merkst du jetzt in Kleinigkeiten und fehlerhaft heißt, es fällt so viel, es führt die meisten in die Irre. Ja. Und jetzt könnte ich wieder sagen, ich kann dir so viel sagen, die Nahtoderlebnisse hatten, die haben nichts verstanden, überhaupt nichts. Es ist nur heiße Luft, die benutzen es wieder Geld zu verdienen. Ja. Sie sagt zum Beispiel vorher, sie war gut situiert in ihrer Geschichte, alles tolles Haus, tolles Auto, alles. Und durch diesen Sachen hat sich dann auch so viel in ihr verändert, dass sie ihren Mann verlassen hat, die Familie verlassen hat und jetzt coacht sie. Und jetzt haben wir wieder das Problem, wenn du auf ihre Internetseiten gehst, kannst du da ein paar 100 Euro abpacken, dass sie dir eine Stunde was erzählt. Ja, siehst du, das ist genau der Punkt. Die hat nämlich jetzt ohne Wertung nichts verstanden. Richtig, genau so ist es. Weil prinzipiell niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, was verstanden haben kann. So ist es. Weil was Existierendes niemals das verstehen kann, was ich dir ewigen erkläre. Eben. Dir ewigen Geist, dass du ich bist. Es wird nie ein Gedanke von dir verstehen. Sprich, jetzt sage ich nochmal, Gedanke kann man jetzt das Wort, statt Gedanke kann man auch austauschen mit dem Wort Mensch. Ja. Oder Information. Es sind nur verschiedene Wörter für ein und dasselbe Ding. Mhm. Das wäre immer, wenn du in einen Thesaurus reingehst, du hast irgendeinen Begriff und dann schaust du in einen Thesaurus nach, wie kann man den noch anders ausdrücken, dasselbe Wort? Mhm. Umschreiben, wo es dasselbe ist. Da ist immer ein Kern dahinter. Mhm. Und das ist eigentlich einmal, das ist das Erste, ich muss der Erste sein, der es versteht. Du musst ich sein. Ja. Und da muss man es zum Leben anfangen. Es war so diese Erkenntnis, überhaupt kein Thema. Wenn du in einer Rolle bist, in einer Welt, wo man Geld zum Überleben braucht, dann ist es so. Aber da gibt es dann auch andere Sachen, weil es Engel gibt, die dich unterstützen. Mhm. Aber nicht, wenn du das willst, wenn du dir Kaufmannsdenken ausdenkst. Mhm. Es ist ein Prinzip der Dankbarkeit auf der unteren Ebene. Mhm. Du wirst zwangsläufig ein schlechtes Gefühl haben, wenn dir einer was sehr Gutes getan hat, dann wirst du denen auch eine Freude machen. Genau. Der das aber selbstlos tut, ist der Einzige, der es verdient hat, dass du ihm eine Freude machst. Wenn einer das mit Kaufmannsding macht, ist es verkehrt. Aber dann hat er ein Problem. Ich kann jetzt zurückspringen, ersten Almener-Vorträge, wo ich jetzt, wenn wir in den Esoterik-Bereich reingehen, die große Falle ist, wenn man auf Lehrgänge geht und man muss Geld dafür bezahlen,
dann geht er in eine Vorleistung, weil er rechnet sich ja aus, dass das Geld ihm irgendwas bringt. Das ist das Normale. Wenn ich einen Lehrgang habe, der schweinesteuer ist, zahle ich das ja von vornherein, weil ich hoffe, dass mir das was bringt, wie ich auch immer, was ich auch immer meine, was mir das bringt. Einer, der Lehrgänge gibt und Geld dafür verlangt, als Grundvoraussetzung, sagst du mal, du darfst an den Lehrgang nur teilnehmen, wenn du so und so viel zahlst, der macht es, weil er Geld verdienen will. Und das, ich sage, du musst das komplett spiegeln. Das gibt es bei Holofeeling nicht. Ich sage immer wieder, ich habe noch nie Geld verlangt. Das war die erste große Erkenntnis als Mensch, Udo, dass das die Falle ist. Gib und vergiss. Genau. Und nicht, weil ein Kaufmannsdenken da ist, sondern weil du ein höherwertiges, absolut heiliges Prinzip verstanden hast. Und sollte das, was ich umsonst, vollkommen umsonst, ohne einen Hintergedanken geben, sollte das fruchten, sollte das wachsen, wird dem ja zwangsläufig auch eine Freude machen. Also mir meine ich jetzt hier den Brösel. Ja, ja. Wobei mir das vollkommen gleichgültig ist. Weil wenn du diese Ebene erreicht hast, gibt es für dich keine weltlichen Wünsche mehr. Stimmt. Ich kann immer wieder nur sagen, es gibt nichts, was man für Geld kaufen könnte, was ich als Udo haben möchte. Und es gibt auch nichts, was man der Welt, ich wüsste gar nicht, was man besser machen kann an der Schöpfung. Wenn du was weißt, bitte schreib's mir, ich bessere das sofort aus. Ich wüsste auch nicht. Wenn man wirklich weiß, was göttliche Schöpfung ist, ja. Und das weißt du, wenn du wirklich einmal in Ansätzen verstanden hast, was Holofeeling bedeutet. Ja. Dieses Vorschnelle, das ist immer wieder, was ich ansprechen tue, das ist so ein Riesenwerk. Das ist vor allem so unendlich konzentriert. Das ist, was hier auf der, von der 100-Seiten-Schrift ist, das ist in anderen, in der Präzision sind es hunderte von Büchern. Vor allem, wenn man jetzt dann die wissenschaftlichen, wie die Holoarithmetik und das Farbenspiel. Und ein, so ein simples Programm, wie das eingezippt ist, bin da oft in Videos drauf eingegangen, dass da jede Kleinigkeit, selbst die Schreibfehler haben ihren Sinn in Bezug auf den, der damit konfrontiert wird. Ja. Es lässt sich alles erklären, wenn du eine allumfassende Logik im Hintergrund kennst. Und das sollte ich jetzt nicht einfach machen, weil ich immer wieder betone, es geht nicht um Filwisserei. Begreife zuerst einmal, was du selbst bist. Die Metapher mit dem däumenden Geist, mit dem Computer. Und dass du mit deiner jetzigen Logik, die du dir nicht raussuchen kannst, die Ursache für dein eigenes Leid, für deine eigenen Ängste bist. Und wenn du das nicht nur logisch ansiehst, weil du wirst feststellen, es nützt nichts wieder besseren Wissens. Das Telefon klingelt, eine Stimme ist dran und sagt, der Michael hat einen tödlichen Unfall gehabt in Amerika. Dann kannst du ganz definitiv schauen, ob ich es verstanden oder nicht. Das ist jetzt hier das Beispiel, wo ich sage mit der Helene. Wie die hier nach diesen über 50 Jahre Bilderbuch-Ehe mit dem Toni damit umgegangen ist, wie der Toni gestorben ist. Da merkst du, sie hat Holofeeling installiert. Das ist das Wesentliche. Ein normaler Mensch, der wird dann zusammenfallen, wenn ich immer sage, bei Beerdigungen, wenn die fast heulend in das Grab mit reinfallen, mit der Begründung, ich habe den ja so geliebt. Ja. Diese Rechtfertigung. Das hat doch mit Liebe, Liebe, wirkliche Liebe erzeugt doch keine Trauer. Eben, ja. Das ist schon mal der große Trugschluss. Ich leide ja nur so, weil ich ihn so geliebt habe. Sie hat ihn dann niemals geliebt, weil sie nicht weiß, was Liebe ist. Die blaue Liebe war das. Es ist blaue Liebe, es ist vollkommen logisch programmiert. Ja. Ihr wurde was weggenommen. Ich sage mit Holofeeling, du hast es eigentlich zurückbekommen. Ja. Du musst aber zuerst wissen, dass du Geist bist, der sich alles ausdenkt. Was du dir ausdenkst, stellst du vor dich hin. Du denkst es um dich herum, aber wo kommt es her? Wo geht es hin, wenn du es nicht mehr denkst? Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Ich könnte jetzt wieder sagen, ich kann mir jetzt den Mond ausdenken. Den ich aus mir herausdenke, muss ich zuerst einmal aus dem absoluten Mittelpunkt in mein Inneres reindenken. Wer jetzt der absolute Mittelpunkt wäre, die eine Seite. Ich schmeiße eine Gedankenwelle auf und dann kriege ich in mir einen Raum, wo ich mir den Mond reindenke. In unserem Prinzip. Das, wenn ich das habe, diese These, Antithese, mache ich zu einer Synthese und dann denke ich mir das innen und dann kann ich es mir noch vorstellen aus mir raus. Es bleibt aber immer in der Mitte. Das Stufungsprinzip, wenn man mal verstanden hat, das ist ja überall mit drin, auch jetzt in dem Gespräch, wo wir gerade hören. Jetzt wird ja alles angesprochen. Aber jetzt kommt dieses ein bisschen schwanger, gibt es nicht. Was sie nicht anspringt, sie sagt zwar, es ist alles zeitgleich da, aber dann kommt sofort wieder Vergangenheit und frühere Leben.
Mein Lieblingssatz in der Esoterik, tausendmal erwähnt, Esoterik, es gibt ja nur hier und jetzt, aber vor 5000 Jahren haben die Maya dieses oder jenes. Da merkst du, die wissen nicht, was die sprechen. Der Physiker, der sich hinstellt, bei einem Photon von einer Bewegung durch Raum und Zeit zu sprechen, ist eigentlich nicht logisch, weil Lichtgeschwindigkeit alles in einem Punkt zusammenfällt. Und dann 10 Seiten weiter, wir denken uns einen atomaren Zerfallsprozess, wo 2 Photonen in entgegengesetzter Richtung auseinanderfliegen. Mhm. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel mit der Verschränkung, ohne genauer darauf einzugehen. Und dann hier, den habe ich oft erwähnt, an Professor Zeldinger, steckt der Schatten schon mit drin, in Wien, der hat seine Videos, der sagt, das ist mittlerweile bewiesen, kommen Sie zu mir, besuchen Sie uns, dann zeige ich Ihnen das im Labor. Und dann macht er auch wieder an die Monitore seine Computerprogramme und dann sage ich, du schaust jetzt am Monitor an, du Depp. Oder wenn sie dir einen Laserstrahl zeigen, dann merkst du, wie unendlich geistlos, oberflächlich und wenig hinterfragt das ist, was man sieht. Du kannst Licht nicht sehen, du siehst auch keinen Laserstrahl. Was du siehst, kannst du dir bewusst machen, was du anschaust. Du kannst dir jetzt bewusst machen, dass du dir einen Monitor anschaust. Und dann wird es schon mit dem entstehen, wenn ich sage, und schau bewusst auf die Tastatur. Schau bewusst die Tastatur, dann holst du dir jetzt die Tastatur auf die VR-Brille. Wo war die ganze Zeit? Wenn du aufmerksam zugehört hast. Die hat nicht existiert, Punkt. Das Geschwätz vom Zweiten, wenn der Zweite dein Ego in dir mächtig ist, der wird es nicht wahrhaben. Dann leide doch weiter mit diesem Ego, der vervollkommene ist. Haust zum Teufel, scheiß drauf. Kürzeste Gebet. So, jetzt lassen wir es aber gut sein. Also, ich kann jetzt nur anraten, mach immer mit Holofeeling, eigne dir die Grundlagen an. Ich meine jetzt nicht das Wörter auffächern. Das ist so gigantisch, wenn du das kannst. Das raubt dir den Augen. Und es können mittlerweile, denke ich mir, auch sehr viele. Und jetzt sage ich gleich wieder dazu, das ist natürlich jetzt nur wieder symbolisch, weil Gedanken niemals was kennen. Ich erschaffe um mich herum jetzt andere Wesen. Ich denke mir in die Kisten was anderes rein. Also spielen wir noch eine Runde Leben in unserem eigenen Kopf. Machen wir. Hast du abgeschaltet?